So, dann zählen wir, wie viele neue Zwerge da gekommen sind. Wir brauchen jede Menge. Also, eins, zwei, drei, vier, viereinhalb, fünfeinhalb, sechseinhalb, sieben, Küken, Esel, acht, neun, neuneinhalb, 10,5, viel zu viele Kinder dabei. 11,5, 12,5, oh, sehr schön. 13, Esel. Und ich glaube, das war's. Ne, noch ein Tier. So, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es 13,5 Zwerge. Wobei davon drei oder so Kinder waren. Oder noch mehr. Das ist natürlich erstmal ärgerlich, aber die können trotzdem tragen, helfen und aufwischen zum Beispiel. Was ist hier eigentlich passiert? Ist das immer noch die Sache von damals? Troglodyt. Ja, und es sind immer noch Blutsplätter von unserer Miliz. Ein Mahnmal für zukünftige Generationen. Wir sollten echt eine Statue hier hinsetzen. Das hätte was. Aber gut, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass unsere Migranten jetzt pausieren. Und wie kommen sie in unsere Festung rein? Es sieht so aus, als wenn sie jetzt da unten zu der Luke wollen. Dann hier runter. Haben wir hier jetzt gerade eingebunkert? Nein, die Mauer steht noch nicht. Gut, also sie können da durch. Der Olm ist ja weg gewesen. Die Troglodyten sind dafür noch da. Oh, und ich sehe schon, die ersten Kinder und Migranten sind auch schon auf dem Weg hier durch. Ich habe das Spiel ein bisschen zu lange laufen lassen. Ja, die ersten Migranten sind sogar schon in der Festung drin. Auch wenn der hier gerade verwirrt zu sein scheint. Von dieser komischen Falle mit dem aufrechten Stachel und einem langen Schacht nach oben. Da wäre ich auch ein wenig verwirrt. Aber gut, also sie haben auf jeden Fall einen Weg in die Festung. Wo sind jetzt die Troglodyten? Ich klicke auf andere und wir haben nur noch zwei Troglodyten auf der Karte. Das ist schon mal sehr gut. Da zoomen wir mal hin. Oh, und die sind direkt hier im Weg. Das ist nicht so gut. Und der ist auch noch nicht verletzt. Und wo ist Pankolos? Oh, ich sehe jede Menge neue Namen. Die müssen wir alle noch umbenennen. Also falls noch irgendjemand seinen Namen hier drin haben möchte, sollte er sich jetzt nochmal melden. Weil die, die zwischendurch sich gemeldet haben, die Liste ist leider abhanden gekommen. Pankolos, Pankolos. Müsste ja eigentlich der Hammer sein. Howler? Nein, Hammer. Das ist der falsche. Das ist der ohne Fuß. Wir hätten gerne den mit Fuß. Da, Pankolos, Soldat. Er ist beim Brunnen und geht ganz langsam mit irgendeinem Ausrüstungsgegenstand weg. Ist aber nicht verletzt. Was hat er denn in seiner Hand? Plus, 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 plus. Er trägt in seiner Hand eine Hose. Okay. Du hast aber schon noch eine Hose an, oder? Mail-Shirt, Iron Breastplate, so weit, so gut. Ja, Hundelederhosen hat er an. Und trägt noch eine Pigtail-Fiber-Hose in seiner Hand. Hattest du nicht eigentlich eben gerade den Befehl bekommen, die ganzen Troglodyten zu töten? Das finde ich jetzt ein wenig verwirrend. S, Shift-A. Keine Befehle. Das sollten wir mal ändern. Gehen wir wieder runter. Hier war eben gerade noch ein Troglodyt gewesen. Wo huschen die immer so schnell hin? Das ist echt. Das sind so eine kleinen knubbeligen Viecher. Die müsste man eigentlich einigermaßen. Ah, da. Genau. S, Shift, A. Töten. R wie Rectangle. Und ziehen wir mal einen großzügigen Bereich hier drüber. Es ist nur ein Troglodyt in der Liste drin. Na gut, den darfst du auf jeden Fall schon mal töten. Damit die Migranten nicht gleich wieder abgeschreckt werden. Und wohin ist der verschwunden? Der ist gerade da in das Loch rein. Ah, hier geht's runter. Und da geht's aus dem Kartengebiet raus. Vielleicht will er ja auch fliehen. Das wäre auch schick. So. Aber gut. Wir haben neue Migranten. Wir haben in der letzten Folge angefangen, Rüstungen zu schmieden und das Gold einzuschmelzen für die Kinkerlitzchen.
Wir sollten aber, solange wie das Gold noch geschmolzen wird, andere Sachen herstellen, die unseren Wert steigern, nämlich unsere Stonecrafts. Damit haben wir auch damals angefangen. Also Rockcrafts wiederholen. Wooden Bowls werden hier hergestellt. Die können wir eigentlich mal wieder rausnehmen, denn wir haben keine Miliz, die Armbrüste benutzt momentan. Also können hier auch Rockcrafts hergestellt werden. Bei dem Mason könnten wir ein paar Blöcke einfach so mal reinschmeißen, damit er auch was zu tun hat. So. Denn wenn die Zwerge ihre Arbeit nachgehen, kriegen sie dadurch auch positive Gedanken. Und unsere Zwerge können jeden positiven Gedanken gebrauchen, den sie bekommen können. Mechaniker genauso. Stellt einfach mal ein bisschen was her. So. Der Carpenter. Wie schaut es mit ungebrauchten Fässern aus? Die müssten ja eigentlich oben bei dem Brewer hier in der Liste sein. Also hier in dem Stockpile sollen eigentlich leere Fässer rein. Aber anscheinend werden die schon alle von dem Essen aufgebraucht. Also kann unser Carpenter herstellen Barrels. Aber das mache ich lieber über den Manager. Also JM. Wir hätten gerne Wooden Barrel. Die wollten wir aber eigentlich gar nicht mehr aus Holz herstellen, ne? Stimmt, da war was. Was kann denn der Carpenter sonst noch so alles herstellen? Wir könnten noch ein paar Käfige gebrauchen. Die hatten wir vor kurzem schon mal einen Auftrag gegeben. Das waren auch recht viele gewesen. Und sonst brauchen wir Holz eigentlich wirklich. Na gut, dann hat der Carpenter halt nichts zu tun. Dafür stellen wir jetzt Rock Pots her. 30 Stück. Dann können wir gleich mal gucken, ob die auch wirklich für Flüssigkeit benutzt werden oder nur für Nahrung oder beides oder wie auch immer. Das hatte ich zwar schon mal gemacht, aber ich weiß nicht wirklich, was dabei rausgekommen ist. Denn hier oben sehe ich halt... Ah, doch, da. Diese Animation hier ist wohl für die Pots. Also diese Grafik, besser gesagt. Und die sind sowohl beim Essen als auch hier. Und zwar sind die aus anscheinend Chert gemacht und hier... Nee, Chert und Jet oder Granit. Also gut, davon können wir gleich noch ein paar mehr herstellen. Da es ja für beide gilt. Also Rockpot, nochmal 30. So, wir haben auch noch mehr Crafts. Wir haben ja noch diesen Bone Carver, also den Knochenschnitzer. Der müsste unten irgendwo einmal Haufen Knochen sitzen. Genau da. Ja, jetzt wurden die Rockpots auch auf den Dwarf Crafts Workshop verpflanzt. Das ist nicht so gut. Aber hängen wir es einfach mal hinten dran. Du sollst bitte herstellen Bone Crafts. Da will ich keine Endlosschleife haben, also kein R hinter. Denn es kann ja sein, dass unsere durchgedrehten Zwerge mal Knochen brauchen. Und ich will die vorher nicht alle für Kinkalinzien verballern. Also machen wir einfach mal so eine Liste voll. Und hier machen wir Totems. Kann man auch ein paar gebrauchen. So, das soll reichen. Edelsteine. Da können wir mal, wir haben jetzt hier eine ganze Liste davon. Wir sollten auf jeden Fall ein, zwei Edelsteine ungeschliffen lassen. Aber den ganzen Rest, den können wir ruhig verballern. Also mache ich jetzt einfach mal C, R. Gehe dann zu dem, C, R. Zu dem hier, C, R. C, R. C, R. Chert und Granit? Nee, das sollten wir nicht alles zurechtschneiden. Ich finde das echt irritierend, dass wir jetzt... Stein schleifen können, so wie man Edelsteine schleift. Also hier Chert, Granit, Gneis und Marble. Und sogar Gold. Das ist irgendwie irritierend. Und Lehm und Glas und... Okay, Glas kann ich verstehen. Glasschleifen ist als Edelsteinschleifer eine gute Taktik, um den Skill hochzubekommen. Auch wenn wir noch keine wirkliche Glasindustrie haben. Aber trotzdem, die anderen Sachen, also das Steinschleifen finde ich komisch. Na gut, Malachit. Malachit ist ein Kupfererz. Aber es ist auch ein Kristall, oder? Also ein Edelstein. Na gut, dann soll uns das erstmal hier oben reichen. Hat der also auch was zu tun. So, dann haben wir noch Ledercrafts. Obwohl. Wir haben zwar schon jede Menge Kleidung hergestellt, aber ich glaube, es haben noch nicht alle Zwerge ihre Kleidung an. Das wurde zwischendurch irgendwie unterbrochen, weil wir nicht genug Leder hatten. Gucken wir mal unsere Stockpiles. Das war falsch. Stocks. Wir hätten gerne Legwear. Und so müssten das jetzt
Dog Leather Trousers sein. Sehr viele. Cougar, Giant Turkey, Wolverine. Nee. Schlangenmenschenlederhosen, Riesenschneckenhosen. Nein, ich will ganz normale Hundehosen. Ja, ganz normale Hundehosen. Ich glaube, das kann man so in einem Geschäft auch nicht kaufen. Wäre zumindest komisch. Aber ich sehe gar keine. Gucken wir noch ein bisschen genauer hin. Stahlhosen, das ist gut. Eisenhosen haben wir auch nur zwei. Es ist echt erbärmlich, was unsere Rüstung angeht. Dingo, Bobokoll. Wo verstecken sich die Hundelederhosen? Ich weiß auf jeden Fall, dass Pankolos noch eine trägt. Also müsste sie auch irgendwo auftauchen. Aber ich finde keine. Nächste Seite. Turkey, Yakuga, Warthog. Das finde ich jetzt echt irritierend. Wie viele Hosen haben wir denn allgemein? 271 Hosen. Wobei wir nur 50 oder so Zwerge haben. Ah, doch, da. Rope, Reed, Fiber, Trousers. Davon haben wir 48 Stück. Das werden wahrscheinlich die sein, die alle Zwerge tragen. Also standardmäßig tragen. Den scrolle ich mal dahin und drücke X. Geht nicht. Tab. Ja. Die braunen müssten alle in Benutzung sein. Hier unten haben wir, die sind schon ein wenig kaputt. Ich glaube, ein X war ein wenig kaputt und 2 X war richtig kaputt. Und die hier sind alle verboten. Ha, das sind also alles Rüstungen, die dem Feind gehört haben. Die sehen aber noch sehr tragbar aus. Die meisten jedenfalls. Ich guck mal ganz kurz, wo die so liegen. Z für Zoom. Ah, okay. Die liegen also noch auf den Goblins drauf. Das können wir ändern. Also sobald alle Migranten drin sind, schmeißen wir mal ein paar Goblins runter und schon haben wir neue Hosen. Aber allgemein sollten wir noch ein paar in die Produktion schmeißen. Ich sollte aber gucken, wie viel Leder wir haben, bevor ich da irgendwelche Großaufträge verteile. Also gucken wir mal. Tent Heights. Wir haben 110 Hundeleder. Das ist doch mal richtig schick. Dann verbieten wir erstmal das und stellen alles andere her, damit das ganze andere Leder verbraucht wird und wir später das gute Hundeleder überhaben, um die Masterwork-Sachen herzustellen. Das müsste auch sonst reichen. Also 110 Hundeleder haben wir und wir haben insgesamt 122 Leder. Also können wir 12 Sachen herstellen. Wir hätten gerne Leather Trousers. 12 Stück. Und sobald das durch ist, können wir dann die Hundeledersachen herstellen. Okay, also Leder stellen wir auch keine Kinkerlitzchen her, weil das brauchen wir alles für die Rüstung. Stoff. Ich sollte echt auf dem Stockscreen bleiben. Wie viel Stoff haben wir? Cloth haben wir 74 Ballen. Aber Faden haben wir 624. Pigtail Fiber Thread haben wir 595. Das ist eine ganze Menge. Können wir das hier über den Manager machen? Wir hätten gerne... Ups. New Order. Cloth. Su Cloth Image. Wave Thread into Cloth. Das müsste das sein. Das müsste jetzt aus den Pig Fiber Threads Pig Fiber Cloth machen. Quantity. Unendlich. Eigentlich. Hier geht aber nicht unendlich, also schmeiße ich das hier mit R wieder raus. Gehe jetzt runter zu dem Webstuhl, das müsste der da sein. Und mach Weave Cloth. Unendlich. So, das müssten dann 500 Ballen Stoff werden. Sehr schön, daraus können wir Socken machen. Und ein Teil auch hier. Irgendwo. Zu Stoffkinkerlitzchen. Genau, Cloth Crafts. Auch Endlosschleife. Und hier auch Cloth Crafts, Endlosschleife. Also, wir stellen jetzt Kinkerlitzchen her aus Stein, aus Stoff. Wir schleifen Edelsteine. Wir stellen mehr Kleidungsstücke her, die wir aber drin behalten. Müsste trotzdem aber zu unserem Wert hinzufügen. Und wir haben schon unseren Bodenschleifer, Verschnörkler engagiert.
Ja, doch. Langsam kommen wir gut voran. Oh, zwischendurch mal auf den Noble-Screen gucken. Aber nee, hier ist alles okay. Guti. Dann machen wir erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge gucken, wie wir noch weiter unser Fort ein wenig sympathischer für neue Migranten machen könnten. Also dann, bis gleich.